Banditen. Eine Falle. Ich muss Kenji schützen. Am besten lautlos. Bon. Wir hätten uns doch in der Bucht treffen können. So seht ihr, dass ich allein bin. Das ist nicht nötig. Und den Geist! Hilfe! Sehen mich, wenn ich da lang gehe. Meine Herren! Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Ihr schuldet mir weit mehr. Was immer ihr wollt. Sake, Sattelpolitur. Vielleicht... Kenji, warum riskiert ihr euer Leben für Kleinigkeiten? Keine Kleinigkeiten. Ich brauche Essen, Geld, ein warmes Feuer... Ihr habt geholfen, Taka zu retten. Ihr habt Bedürftigen Medizin gebracht. Das war heroisch, oder nicht? Ihr habt ein Talent, Kenji. Also nutzt es doch. Zum Wohl unserer Insel. Natürlich. Ja. Yeah. Ehre ist mein Fachgebiet. Ganz genau. Ui, Schnauze, die Schnauze. Schon fast den zweiten Technikpunkt, nicht schlecht. So, wunderbar, freut mich. Die Geschichte von Yuna. Jetzt die Frage. Warte mal. Ruinen. Wollen wir mal gucken. Machen wir mal mit Yuna weiter. Ihr habt euch ja nicht entschieden. Dementsprechend habe ich mich jetzt mal für die... Durch eine Belagerung marschieren. Wir finden einen Weg. Die töten uns doch sofort. Wir haben dich aus Asamo befreit. Und ich wäre fast gestorben. Ah, ist gut, Yunas Stimme zu hören. Jin, da bist du ja. Hallo. Na, Süße? Was tun diese Menschen vor der Stadtmauer? Die Mongolen umzingeln Yarikawa. Niemand kommt hinein. Fürst Shimuras alte Rivalen zu gewinnen, war von vornherein schwer. Doch jetzt... Jetzt brauchen auch sie Verbündete. Denk mal nach. Wir helfen ihnen gegen die Mongolen und sie helfen uns. Ich brauche ihr Wort, bevor ich für sie kämpfe. Doch wir kommen nicht einmal in ihre Stadt. Doch, das geht. Durch den geheimen Eingang. Das war gerade scary. Damals waren wir Kinder. Selbst wenn es ihn noch gibt, kommen wir nicht ran. Versuchen wir es. Ich weiß, von wo wir einen Weg zur Umgehung ausspähen können. Was war denn da so creepy? Spooky, scary skeletons. I want you to wash your feet. Spooky, spooky skeletons. Say.
In dem Moment, wo du das gesagt hast, habe ich gehustet. Seltsam, nach ja, Jahren ne? Wieder hier zu sein. Überall. Kannst du mal sehen. Zurück. Dann sieh nicht so viel an. Wart ihr hier, als die Yarikawa-Rebellion begann? Nein. Wir gingen Jahre zuvor. Als Kinder. Brachten eure Eltern euch weg? Immer wenn du stark husten musst, lässt es sich gerade über dich. Das klingt nicht gut. Sie kommen zur Stadt. Lasst sie vorbei. Holy shit! Alles sauber. Hier lang. Folge Yuna und Yarikara. Alles klar. Das will ich nicht sehen. Haben Schlimmeres gesehen. Das war unsere Heimat. Früher oder später kommen wir alle nach Hause, wo die Vergangenheit wartet. Unser Zuhause. Zehn vom Feind. Kann ich ihn nicht einfach Stück für Stück klatschen? Yarikawa hat keine Chance. Yuna, wo ist der geheime Eingang? Siehst du den Fluss an der Stadtmauer? Bring uns dorthin. Ich mache den Rest. An der Armee kommen wir nicht vorbei. Und was, wenn wir den Eingang finden und die Mongolen uns sehen? Wir verurteilen die Stadt zum Tod. Taka, ich habe eurer Schmiedekunst vertraut. Jetzt müsst ihr mir vertrauen. Ja, mein Herr. Ich weiß nicht, wie wir es zum Fluss schaffen sollen. Wir finden einen Weg. Wir könnten die Mongolen angreifen. Sie weglocken. Bitte. Nein. Taka hat recht. Zu riskant. Ist ja gut, Yuna. Meine Güte. Gegen so viele Mongolen sind die Mauern machtlos. Die Asaume-Bucht ist gefallen. Yarikawa wird es auch. Ich kenne diese Leute. Sie ziehen den Tod der Sklaverei vor. Der geheime Eingang war immer dort drüben, hinter dem weißen Baum. Hoffentlich haben die Mongolen ihn nicht entdeckt. Wir müssen nur einen Weg durchs Lager finden. Sobald wir im Wasser sind, sollten wir den Eingang leicht finden können, ohne entdeckt zu werden. Das ist unser Plan? Durch ein riesengroßes Mongolenlager schleichen und hoffen, dass der geheime Eingang aus unserer Kindheit noch immer da ist? Bleibt bei mir, Taka. Verlasst euch drauf. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen. Uns Geleit von dieser Insel verdienen. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein. Ich habe uns Ärger eingebrockt. Du konntest nichts dafür. Ups. Fuck. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen. Uns Geleit von dieser Insel verdienen. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein. Ich habe uns Ärger eingebrockt. Du konntest nichts dafür. Ach, Mann. Ich darf halt nicht gesehen werden. Das bedeutet so ein paar? Könnte ich schon klatschen?
Ich weiß halt nicht, wie ich die, wo ich die wie wohin locken soll. Ich habe halt nicht mehr so viel Bogendinger, ne? Den kriege ich da jetzt nicht rein. Ja, ich muss sie zum Fluss führen. Das ist schön und gut. Ich will zwar nichts sagen, aber scheiße, ich habe keine Muni mehr. Muss ich wirklich hier durch? Man sieht aktuell ganz gut aus. Das sind halt keine großen Pfeile, ne? Warte mal, ich will mal was probieren. Ich darf offiziell nicht gesehen werden. Aber den müsste ich doch eigentlich kriegen. Jin, willst du uns umbringen? Fuck. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel nicht beweisen. Uns geleitet von dieser Insel. Ich finde es halt komisch. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Ich muss halt, glaube ich, wirklich. Java ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein. Ich habe uns Ärger eingebrockt. Du konntest nichts dafür. Ich muss halt wirklich zweimal darauf achten, ob der jetzt einen Helm anhat oder nicht. Warum? Oh, blöde Werbung. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses. Muss mal ganz kurz in die Küche. Okay, lass uns mal ganz kurz was überlegen. Also wir machen zu wenig Schaden mit einem Pfeil. Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen. Oder habe ich jetzt nicht keinen, habe ich keinen richtigen. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Kopftreffer gelandet. Das wäre jetzt die nächste Sache. Ich habe uns Ärger eingebrockt. Du konntest nichts dafür. Oh,
Der hat halt keinen. Also offiziell wurde ich noch nicht gesehen. Ich hatte wieder mehr Glück als Verstand. Die sind aber alarmiert. Kann ich vielleicht woanders herunter? Die wollen, dass wir durch das Gebiet hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Wie dumm ist das denn? Hat der jetzt einen Helm auf oder nicht? Sieht gut aus, Leute, von heute. So, mal gucken, ob die runterkommen. Wollen ja Juno und ihren... Ist das ihr Bruder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also theoretisch sind wir, es gibt ja drei Akte. So, das ist der erste Akt, den haben wir befreit. Beim zweiten haben wir 3 von 17 befreit. Und das ist das letzte. Also klar, du musst halt nur die Story durchpetzen. Dass ich hier alles natürlich durchgehe, ist klar. Aber so langsam kommen wir in die letzte Hälfte. Also dementsprechend will ich jetzt eigentlich... Sicher, dass das eine gute Idee ist. Seid fluchtbereit. Entschuldige, Pferde. Jin zum Fluss. Früher fingen wir hier Libellen. Stimmt. Und brachten sie zum Kämpfen. Wir taten so, als wäre einer ein Yarikara-Samurai. Und die andere... Ein Shimura-Samurai.
Ishimura verlor immer. Interessante Wahl. Er ist noch da. Und wird auch noch benutzt. Sie haben wohl deshalb so lange durchgehalten. Nicht schlecht. Also Yunas Leute wissen, was abgeht. Hey, Zero. Deine Heimatstadt. Was geht? Wer seid ihr? Wie seid ihr reingekommen? Mein Bruder und ich sind hier geboren. Alles gut bei dir? Haben Mongolen euch gesehen? Nein. Wir sind hier, um ihre Belagerung zu brechen. Sagt mir zuerst, welchem toten Samurai ihr die Ausrüstung gestohlen habt. Er ist kein Dieb. Er ist der Geist. Ja, ist ja gut. Ich bringe euch zu Uchimasa. Aber gebt Acht. Hier ist jeder bewaffnet. Los, sagt schon wieder am Saufen oder was? Uchimasa. Wo bist du unterwegs? Ich dachte, du wolltest... Stimmt, du wolltest ja Dingsbums, du wolltest ja unterwegs sein. Mein Onkel zerschlug ihren Clan, als er sie besiegte. Die Familie regelt hier noch immer alles. Inoffiziell. Dein Onkel hat eine Rebellion beendet und dafür gesorgt, dass eine Generation... Ich Vollidiot hab vergessen, heute einkaufen zu gehen. Also Games habe ich mir ein paar geholt, ja, aber... mehr nicht. Ich hätte mir eigentlich ein bisschen was zu trinken holen sollen. Aber dafür gehe ich morgen weg. Also von daher... Mal gucken. Mit Caps aufpassen. Der Bot reagiert da sehr... sehr empfindlich, ja. Hat der Verkäufer dir keine Spiele gegeben? Doch, hat er schon. Nur ich habe ein bisschen verkackt. Ich habe mir zwar meinen... Ich habe zwar Pokémon Kamazin, habe ich zwar bekommen. Ich habe mir noch Assassin's Creed Valhalla geholt. Und Last of Us Part 2. Relativ günstig, beziehungsweise Pokémon habe ich ja schon. Das finden wir raus, was sie wollen. War zwar schon bezahlt, aber Bürger von da war ich heute Morgen dort und da gab es viele Games für 10er. Anführer dieses Kriegstrupps. Ich lernte eure Sprache, um euch eine Zukunft anzubieten. Öffnet eure Tore, bevor mein Lager die schwarze Flagge hisst und euch wird große Gnade zuteil. Weigert euch und euch widerfährt schreckliches Leid. Trefft eure Wahl. Also dementsprechend, ich habe ein paar Games bekommen. 3 Stück heute, das reicht. Los jetzt. Wenn Yarikawa sich ergibt, bekommt Fürst Shimura keine Armee. Keine Sorge, die sind zu stur, sich zu ergeben. Wenn sie es nicht tun, gibt es ein Blutbad. Sie brauchen meinen Onkel so sehr wie er sie. Nur gemeinsam haben wir eine Chance gegen die Eindringlinge. Die Leute hier erinnern sich ungern an Fürst Shimura. Wenn Yarikawa überleben will, muss es die Vergangenheit loslassen. Leichter gesagt als getan. Bist du unterwegs oder bist du zu Hause? Ich weiß, dass ihr hier seid. Geht ihr vor. Ich schaue nach dem Schwertschmied. Oh, das werde ich morgen nicht schaffen. Bin ja schon eine Zeit lang am Zocken. Fürst Sakai. Ich Vollidiot. Uchimasa Yarikawa. At home. So kein dass Discord. Dass Shimuras Neffe hinter dem Geist steckt, hätte ich wirklich niemals gedacht. Seid lieber vorsichtig, sonst bestraft er euch. Die schon meine einst große Familie. Für die Rebellion gegen euren Jito. Das ist Jahre her. Wir alle haben jetzt größere Sorgen. Wer ist wenn das? Du Bock hast. Eure Dienerin? Ich stamme von hier. Doch ihr helft dem Shimura-Clan. Nein, ich kämpfe für Fürst Sakai. Für den Geist. Wir können helfen, die Belagerung zu brechen. Dafür... Ich habe vergessen, Getränke einzukaufen. Jetzt habe ich nur Leitungswasser zu Hause, wie so ein Gammler. Die Mongolen wollen das Festland erobern. Sie werden bald abziehen. Und Yarikawa wird überleben. Voll schlimm, ey. So wie immer. Das hätte besser laufen können. Suchen wir Taka. Uchimasa ist ein Narr. Er kann überzeugt werden. Aber Games, die konnte ich mir holen. Und Yarikawa ist. Na, du Lümmel? Wenn ihn das nicht. Na? Was? Na? Schrei dich, was geht? Schrei dich so ins Mikrofon, Mann. Ach so. Warte. Ja, ich kann mich ein bisschen leiser stellen, wenn du willst. Ja, das kann ich auch machen. Passt schon. Ja, okay. Sollte. Ja, jetzt haben wir beide dich. Warte. Alles ja. Gut. Okay, dann lass ich's mal so. Ja, jetzt okay. Ja, hört man mich? Ja, man hört dich. Auf jeden Fall. Ja, auch ich bin Livestream? So. Ich denke schon. Oh Gott.
Voll schlimm, ne? Jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Ja, ja, ist so. Boah, ich bin so ein Vollidiot, ey. Ich hab vergessen, meinen Wecker auszuschalten. Warte mal, wenn ich heute Morgen wach geworden bin. Oh Gott. 5. Und dann nochmal um 6. Ja, zur Arbeit oder wie? Ja. Ah, ja, aber ich hatte vergessen, dass ich heute Urlaub. Also, ich hatte nicht vergessen, dass ich heute Urlaub habe, aber. Ich habe vergessen, den Wecker auszumachen. Ach so. Ja, oh, scheiße. Ach, scheiße. Wie war's heute? Ja, aber dann früh morgens. Ja, früh morgens einfach zur Arbeit. Ja, Seki hat voll viel zu tun gehabt, ey. Ich mein's ernst. Das könnte auch die Stadt der Arbeit. Ja, ist so. Aber es geht, ist in Ordnung. Und Dixon war auch da. So, was? Der Sascha. Zeigen ihre Karte, wie man sich wehrt. Sascha 2, sag ich. Ja, wollt doch sagen. Wie läuft's mit deinen Accounts? Hast du schon Zugriff? Frage, nächste Frage. Also wir müssen ja ein bisschen aufpassen, wir dürfen ja nicht zu viel verraten. Deswegen, aber Zugriff hast du noch nicht, ne? Achso, wegen Service noch? Nein. Da ist noch nichts. Ich hab immer noch nichts, nein. Scheiße. Dann hättest du den Jungs mal ein bisschen helfen können. Ja, ich weiß. Da hätte ich mal ein bisschen gucken können, so was ich ja machen kann. Aber sagt mal, Dingsen hat er jetzt hier 2 Wochen Urlaub, ne? 2 Wochen am Stück? Ja, ist jetzt 2 Wochen weg. Boah. Alter, und ich bin. Hänze. Ja, Moment, wir müssen mit Namen ein bisschen aufpassen. Sascha 2 reicht okay. aus. Okay. Sascha 2 reicht aus, okay. Ja, also ich bin ja Sascha 1, eine andere Sascha 2. Ja. So haben wir uns immer auseinandergehalten, weil ich war, glaube ich, 1-2 Monate vor ihm da. Ja, also er ist jetzt 2 Wochen weg. Ja, richtig. Er ist einfach abgezogen, hast du gesagt, so, fuck that shit, I'm out. Und weg war er. Okay, das hatte Stil, muss man ganz ehrlich sagen. Euer Schutz ist meine Pflicht. Der war kurz hier um 11 Uhr war er dann da. Bis am Abend, ist dann nochmal ein bisschen gechillt und so weiter, easy going. Haben noch ein paar Sachen gemacht und so und dann ist er schon wieder abgezogen. Da hat er gesagt, ah ja gut, 2 Wochen lang Urlaub geht. Kann man mal machen. Ja, kann man machen, ne? So. Das ist der Hammer. Soll ich erstmal nochmal kurz. Steht unter Belagerung der Mongolen, ihre besten Bogenschützen sind verschwunden.